Namibia 2017 lernte Anna Heiser, 33, ihre große Liebe, Gerald, 38, in der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Kurz darauf packten die beiden ihre Koffer, zogen auf eine kleine Farm in Namibia, gründeten dort eine Familie und scheinen seither überglücklich. Dennoch gibt es gewisse Dinge aus ihrer Heimat, die der jungen Momfluencerin ziemlich fehlen. Dazu gehören neben ihrer Familie und Freunden aus Deutschland sowie Polen auch die vier Jahreszeiten, wie die 33-Jährige am heutigen Sonntag in einem Beitrag auf Instagram verriet. Ich vermisse den Frühling, in dem die Welt aus dem Winterschlaf erwacht. Den Duft des Flieders und der Pfingstrosen, begann sie unter einer Bilderreihe von sich zu schwärmen, auf der sie glücklich vor sich hin strahlt und dabei eine Handvoll Kirchen in die Kamera hält. Ich vermisse den Sommer mit dem Geschmack von frischen Erdbeeren und Kirschen. Den Duft des Waldes nach einem Regenschauer. Auch Erinnerungen an den Herbst mit all seinen Farben, sowie an den Winter mit seiner Weihnachtsstimmung würden ihr ein Gefühl von Heimweh vermitteln. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich gibt es in Namibia keine Jahreszeiten, so wie wir sie in Deutschland kennen. Stattdessen gibt es Nass- und Trockenperioden. Die Temperatur ändert sich über das Jahr hinweg kaum, stattdessen schwankt sie stark zwischen Tag und Nacht. Anna Heiser versucht es positiv zu sehen, für ihre Kinder. Doch so sehr ihr die Schneeflocken, die bunten Bäume und die Pfingstrosen auch manchmal fehlen, versucht sie, das Ganze auch positiv zu betrachten. So werden ihre Kinder zwischen zwei Welten aufwachsen, und das sei eine wirkliche Bereicherung. Sie werden sich über jeden Regentropfen freuen und die Natur schätzen und respektieren lernen. Und ich werde mich darüber freuen, ihnen die Welt zeigen zu können, schrieb sie und fügte, vermutlich mit einem Lächeln auf den Lippen, hinzu. Auch die Welt meiner Kindheit mit Kirschen, Erdbeeren und dem Regenschauer.